Hallöchen Leute, zu einer weiteren Folge von Green Hell. Jetzt habe ich ja wieder einige Orientierungsschwierigkeiten gehabt. Aber jetzt wenigstens eine Karte, mit der ich mich hoffentlich etwas besser orientieren kann als vorher. So, wir müssten jetzt wo sein? 43, 34. 43, 34, da genau. Ich wollte jetzt hier... 43, 34? Bin ich jetzt doch hier unten? Ich wollte mich eigentlich hier in der Wand langhangeln, weil ich ja hier hinter will irgendwie. Ich versuche einfach mal Richtung Norden weiterzugehen. So in die Richtung etwa. Irgendwie muss man noch hier weiterkommen. Denn es liegt halt wirklich nur daran, dass ich die ganzen Leichen finden muss an den Bäumen. Und da noch weit von entfernt bin. Was ist das hier für grünes Wasser? Sieht wieder gefährlich nach Krokodil aus. Krokodilswasser. Ich wette, während ich jetzt nachgucke, wird eins kommen. 43, 33. Dann müsste das der kleine Teich hier sein. Ich bin aber auf der richtigen Richtung dann. Ein bisschen mehr westlich. Und da haben wir auch schon die ganzen Höhlen. Oh Gott, welcher Egel will denn hier wieder Beachtung haben? Und was raschelt hier? So, ich nehme mal an, die Höhle werden wir hier schon entdeckt haben. Ich muss echt mehr auf die Bäume gucken. Ich finde die dann sonst einfach nicht. Okay, das hier sieht ein bisschen anders aus, aber auch so, dass ich hier schon gewesen bin. 43, 32. Ja. Doch, da geht es nämlich durch. Dann sollte ich ja vielleicht einfach mal durchgehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war wieder sehr knapp. Ich sehe sie aber auch nicht. So, ich werde mal die Pilze einwerfen. Kann ich mir fast einmal komplett das Schlafen ersparen. Aha, die Spinne hat schon die Maus gekillt. Ist das jetzt der Bereich? Karte, neuer Ort. Ja gut. Ich könnte jetzt versuchen, da runter zu schwimmen. Wahrscheinlich muss ich das sogar. 43, 31. 43. 31. Das ist ein neuer Ort. Ich würde sagen, ich muss das probieren. Ich habe nicht gespeichert. Geronimo! Ja, sicher schon. Sicher. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon war. Gut, schauen wir nochmal nach. 44, 31. Also ich komme langsam in das Gebiet, wo ich hin wollte. Eigentlich immer Richtung Westen. Die sind immer so versteckt in dem ganzen Gestrüpp, dass man sie einfach nicht findet. Richtung Westen, die Richtung wollte ich eigentlich. Hier ist was verbuddelt. Und wieder ein Skorpion natürlich. Gibt's einfach nie genug, ja? Was? Gott! Eine verbuddelte Maus? Warum? Was soll das?
Okay, ich entferne mich jetzt aber anscheinend wieder. 43, 32. 43. 32, ich gehe wieder in die andere Richtung. Aber ich kann ja hier auch nicht weiter. Gut, dann gehe ich hier mal kurz hoch, weil ich weiß, dass da ein Haus steht. Da kann ich kurz speichern. Genau. Hatte ich von hier nicht schon mal die Idee, Richtung Westen zu gehen? Von der Seite aus hier? Aber es geht nicht. Ich kann höchstens da unten dann weitergehen. Oh Gott, Jake, Jake. Was machst du hier? Es gefällt mir nicht, was du da machst. Immer dieses Rumgespringe. Da ist er. Aber es hat mir ja schon ein paar Mal geholfen. Genau, ich glaube, als ich hier versucht habe, Richtung Westen zu gehen, habe ich doch dieses eine Höhlending gesehen, oder? Ja. So, wir sind jetzt 44, 33. Die Höhle hier, ne? Was ist eigentlich der richtige Weg? Auch hier war ich schon gewesen. Da habe ich ja doch schon erstaunlich viel entdeckt eigentlich. Muss ich ja dann doch anerkennen. Ja, falsche Seite. 44, 34. Ich gehe jetzt immer wieder Richtung Süden. Ich gehe jetzt in die falsche Richtung. Ich bin nicht da, wo ich eigentlich hin will. 44. Ich müsste im Prinzip so eher Richtung 45 W. Und 33 Süd. Tja. Geh mal auf der Seite lieber weiter. Auf der anderen. Unbekannter Pilz. Ach, das sind die blauen wieder. Kann ich mich noch ein bisschen länger wach halten? Bin ich ja hier auch schon im Gebiet, wo ich eigentlich sein wollte. Nur, dass ich mich nicht weiter getraut habe. Nee. Das ist außen. Das ist die falsche Seite. Da komme ich wieder Richtung des Sees. Des komischen grünen Tümpels. Schlafen müssen. Jetzt soll ich ein paar Kohlenhydrate zu sich nehmen und Energie bringen die auch ein bisschen. So, aber hier war ich schon, hier bin ich jetzt wieder im Kreis gelaufen. 44, 34. Bin ich wieder an dieser verdammten Stelle. Ich bin eigentlich von hier Richtung Norden gegangen, um versuchen, da reinzukommen.
Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich bin hier in so einen Tümpel gesprungen. Aber der führt immer nur anscheinend entlang dieses ja, Gebirges oder entlang soll und des Bergs. Aber nicht da rein. Ich bin gerade unschlüssig, was ich tun soll. Jetzt gehe ich halt immer weiter den Stein entlang. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich gehe mal mehr in die Richtung wieder. Ich muss jetzt nochmal die andere Seite probieren. Ich schätze, vielleicht wäre es auch besser jetzt zu laden nochmal. Guck erstmal, wo ich jetzt hier rauskomme. So, mal schauen, wo ist das jetzt? Öffne mal die falsche Taste, drücke mal die falsche Taste. 46, 34. Jetzt bin ich schon mal. Jetzt bin ich hier drüben. Ach, ich bin jetzt also quasi doch wieder hier reingegangen. Ja gut, dann scheiß drauf. Dann gucke ich mir jetzt hier den Stein dann nochmal an und gucke mich da mal um. Jetzt gehe ich jetzt hier raus. Müsste quasi an den See kommen. So ein kleines Flüsschen. Und da gehe ich dann jetzt weiter. An den Rand entlang. Ich hoffe, das Mondlicht unterstützt mich gleich mal. Und derweil gönne ich mir mal ein bisschen Kokosnussschalen. Fett und Proteine sind auch sehr gefragt. Perfekt. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Nehmen wir doch die auch gleich mit. Disgusting. Ugh. Einfach nur um Jake zu ärgern. Ich hasse ihn einfach. Versteht ihr das? Einfach nur, weil ich ihn hasse. Zwinge ich ihn immer, diese Dinger zu essen. Sieht irgendwie seltsam aus, wenn der Krebs da längs lang geht. Aber Gott sei Dank, das Mondlicht zeigt sich. Gut, dass wir das eingebaut haben, sonst würde man hier echt Schwierigkeiten haben. Nächste Höhle. Erstmal wieder orientieren. 47, 32. Da sind wir also quasi schon ein bisschen zu weit. Wahrscheinlich, weil das in der Höhle drin ist. Aber vielleicht führt die ja raus. Eine Eisenader. Ach, das ist anscheinend wirklich nur dieses kleine Stückchen. Schade. Gut, dann gehe ich hier erstmal weiter am Rand. Wieder Kacke. Ich dachte, ich finde mal wieder jemanden, den ich beerdigen kann. Aber leider nein. Und es fehlt echt Musik in diesem Spiel. Es ist so verdammt still. Mal von den Tiergeräuschen abgesehen. Bin ich wahrscheinlich schon einmal im Kreis gegangen. Warum drücke ich eigentlich immer N statt M? 48, 31. Ja, ich bin jetzt fast einmal rum.
Das nützt mir nichts. Ich muss wieder zurück. Ich komme hier nicht weiter. Also gut, ich kann natürlich einmal, ich kann einmal im Kreis laufen. Was soll's? Vielleicht finde ich ja trotzdem was Neues. Irgendwas. Oh, hier ist eine Hütte von mir. Das muss ich nutzen. Dann werde ich auch gleich mal ein Stückchen schlafen. Sonst sucht mich hier, wie heißt das, Insomnia oder wie das heißt, was man dann kriegt, wenn man zu lange durch Aufputschmittel wach ist? Kriegt man hier irgendwas? Das möchte ich jedenfalls nicht haben. Und das Lupensymbol sagt mir wieder, dass ich irgendwas habe. Einen Egel. Einen verdammten Blutsauger. Und da fiel gerade was vom Baum. Ich habe es ganz genau gesehen. Die Kokosnuss. Ich nehme an, die Konstruktion hier habe ich schon mal gesehen. Und mich auch schon mal gewundert. Vielleicht war das ja auch mal von dem Muari-Dorf quasi so ein Außenlager, wie soll man sagen. Also auf jeden Fall auch von denen besetzt. Und die wurden dann von den Varaha vertrieben. Kann ich mich hier hochmogeln? Natürlich nicht. Daran haben die Entwickler auf jeden Fall gedacht, dass man sich nirgendwo hochmogeln kann. Ah, was ist denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Hier fehlt irgendwie das Wasserfallgeräusch. Ich glaube, der Thron bei mir ist allgemein gerade ein bisschen kaputt. Kann das sein? So, ja, wahrscheinlich sind wir dann hier unten dann. 50, 35. Ja. Sind einmal rum, es war nichts an der Stelle gewesen. Das hatten wir ja schon entdeckt, sonst würde das nicht hinschreiben. Schade. Das heißt, wir kommen hier auch nicht weiter. Den nehme ich schon mal mit, weil ich werde die bestimmt bald brauchen. Was ist das? Ach, meine Hütte. Meine Hütte vom Anfang. Nein, 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 ich will nicht hier runterfallen. Bitte nicht, Jake, bitte. Tu mir das nicht an. Wir gehen den sicheren Weg nach unten. Da kann ich nämlich wieder Wasser aufstocken. Hier hatte ich doch den funktionierenden Wasserfilter, wenn ich mich da recht erinnere. Und auch ein funktionierendes Feuer. Dann muss ich direkt drüber nachdenken, das Feuer aufzustocken. Ach Mist. Ist da keine Kohle mit bei? Schon zu viel dabei. Da legen wir hier mal wieder ein paar aus. So, wie sieht's aus? Unsicheres Wasser. Ich hatte den Wasserfilter gar nicht hier gebaut, ne? Das war ja ganz woanders. Hier konnte ich es mir aber abkochen, das war die Sache. Deswegen habe ich wahrscheinlich das auch nicht weiter verfolgt. Wie sieht es denn wassertechnisch aus? Eigentlich gerade ganz gut. Also eigentlich keine Notwendigkeit jetzt dringend, 45, 35, dringend Wasser zu besorgen. Gehen langsam die Ideen aus. Also ich würde jetzt einmal wieder rumgehen, rübergehen. Ich versuche doch nochmal, das muss doch irgendwo hier in diesem Bereich gehen. Ansonsten gucke ich mich halt hier noch um. Hier ist auch noch ein Bereich, der nicht abgesucht wurde.
Gut. Nicht lange trödeln, einfach weitermachen. Aber wie schon erwähnt, ich gehe mal davon aus, eher, dass wir dazu gezwungen sind, die ganzen Leichen zu finden und aufzuhängen. Dass das unser Hauptaugenmerk eigentlich ist. Ja, nicht nehmen, ich wollte die eigentlich direkt essen. Das mache ich doch immer so gern. Ich muss jetzt trotzdem nochmal gucken. 50, 36. Dann kann man hier vielleicht auch noch irgendwo weiter. Ich geh mal kurz einen Tauchgang einlegen. Einfach nur zu gucken, ob hier irgendwas noch ist. Wenn natürlich jetzt hier ein Krokodil kommt, dann bin ich natürlich richtig am Arsch. Mal einen Stein für mich? Ein geheimer? Das ist halt das nächste, die müssen wir halt auch noch alle finden. Und wahrscheinlich quer verstreut, versteckt. Ah, dich sehe ich. Osten. Das ist nicht unbedingt der Weg, den ich einschlagen wollte. Aber ich werde müssen, wenn ich hier lang gehe. Das ist nur Eisen. Oh Gott, hier ist ja die Versammlung der Johannisse. Höhle. In der ich auch schon zigtausend Mal war. 48, 37. Naja, ich gehe jetzt irgendwie. Ich bin gerade auf der völlig falschen. In der völlig falschen Richtung unterwegs. Ich gehe jetzt zurück. Tut mir leid, aber. Also ich lade das am besten gleich mal, weil. Das ist die völlig falsche Richtung. Gut. Machen wir von hier nochmal weiter. Wir müssen 40, 35. Erstmal straight Richtung Osten und dann Norden, dass wir da wieder hochkommen. Im besten Fall finde ich zwischendurch mal wieder ein paar Steine. Wie den da hinten. Den ich aber schon entdeckt habe. Gehe ich jedenfalls mal stark von aus. Der steht hier so prominent. Ja. Das war, glaube ich, das erste Lager, wo ich die Geisel befreit habe. Oh, ein Waffenhalter. Den habe ich noch gar nicht gelernt. Das ist ja unverständlich, wie ich das vergessen konnte. 48, 33. Gott, ich hatte gerade Angst, weil hier letztes Mal ja auch der Jaguar aufgetaucht ist. 40, 33. Ah, das ist genau das in der Mitte hier, wo ich gerade bin. Es ist wieder echt verdammt dunkel. Was ist das hier?
seltsam aussehender Baumstamm. Ist wieder schön quer durchgegangen, ne? So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt gerade sind. 46, 34. Genau, ich müsste jetzt eigentlich wirklich weiter Richtung Osten. Und dann komme ich direkt die Höhle, da müsste ich dann durchkommen. Nachdem ich diese Kokosnuss genommen habe. Zu mir genommen habe. Oh, ich hatte sogar noch welche. Die esse ich gleich mal alle. Ich kann die nicht alle mitnehmen. Das sind eh schon viel zu viele im Inventar. So. Ach, Bienen höre ich da wieder. Ich wollte schon sagen. Irgendwas summt. Habe ich wieder andere Sorgen dafür. Das war hier oben. Ich muss jetzt noch mal kurz schauen. Ging es auch nur nach draußen? Nee, falsch. 46, 34. Was sind diese ganzen anderen Höhlen wahrscheinlich? Anderen Höhlensysteme. Na, Skorpion, ich weiß, dass du irgendwo bist. Tu doch nicht so unscheinheilig. Was ist unscheinheilig? Unheilig? Unscheinbar? Scheinheilig? Das war das gesuchte Wort. Seite. Müssten wir jedenfalls sein. 43, 33. Ja, also hier. Ich muss noch mehr Richtung Norden. Immer noch in der Hoffnung, dass es halt da irgendwo weitergehen müsste. War da was? Oh, nur Kacke. So, 43, 33. Da sind wir aber gerade rausgekommen, glaube ich. Genau. Und dann war ich nämlich hier und dachte, dass das die Lösung wäre, hier durchzugehen. Was es eben leider nicht war. Deswegen gehe ich jetzt weiter hier oben lang, nachdem ich gespeichert habe. Die Exkremente. Da freut man sich doch. Ich wundere mich gerade, was das für eine rote Frucht da dran ist. An dem Baum. Das wäre jetzt wieder eine Höhle, bei der ich gucken kann, ob es da weitergeht. Mal sehen. Die führt, denke ich mal, aber auch nur in die andere. Ja.
Da geht es jetzt quasi nur wieder in die Richtung. Bringt mir nichts. Nein, leider nein. Bist du hier schon gewesen? Leider schon. Ich bin auch schon am überlegen, ob es vielleicht sinnvoller für euch wäre, wenn ich das dann so weit zusammenschneide, dass ich quasi wirklich nur noch die Leichen zusammensuche und dann weitermache. Es wäre natürlich, ich finde, auch was Besonderes, aber sonst vielleicht wirklich nur warte, dass ich alles, dass ich das Vertrauen gewonnen habe und dass wir dann erst weitermachen, dass ich dann erst weiter euch das zeige, was ich hier spiele. Weil es ist jetzt halt eine echt langwierige Geschichte hier, bis wir das zusammen haben. Ich das vor allem alles gefunden habe, wo ich hin soll. Ja, und ich würde auch sagen, für die heutige Folge war es das dann auch erstmal wieder. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, dass ihr so geduldig mit mir seid. Und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch wieder dabei. Macht's gut, Leute. Tschüss.